Weil ich mittlerweile ja doch die ein oder andere Karte aus den beiden Sets Farbenschock und Base Schwert und Schild schon habe, kommen wir mittlerweile ein bisschen schneller durch die Booster. Deswegen heute mal jeweils ein Booster mehr aus beiden Displays. Los geht's, ohne große Vorrednerei. Fangen direkt an mit Schwert und Schild. Wir haben ja noch einiges vor uns. Und ich habe noch einiges Interessantes zu erwarten, hoffe ich. Wir nähern uns jetzt auch so langsam der ersten Hälfte des Farbenschocks, also von beiden Displays, aber natürlich besonders Farbenschock, weil ich da ja noch darauf warte, dass mal so langsam die erste Amazing Rare auftaucht, was so langsam eigentlich passieren dürfte. Vielleicht schon in diesem Video. Wollen wir es hoffen. Aber zuerst Schwert und Schild Base. Los geht's. Kranowitz. Ein Voltula. Ein Galar-Geradax. Wie gesagt, ich habe mittlerweile schon einige Karten. Es dürfte also nicht mehr so viel Neues kommen. Somniarm allerdings ist noch neu für mich. Ganz hübsche Karte. Diese Figürchen, die sie da gestrickt haben, sind ganz nett. Roselia haben wir schon, Kamehameha haben wir auch schon, Sensekt, bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich das schon habe. Hässliches Pokémon jedenfalls. Rihorn, ganz hübsch. Forschung des Professors in Reverse Holo habe ich online auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon habe. Wahrscheinlich aber noch nicht in Reverse Holo, das ist schon mal gut. Und ein Galar-Barrikadax Holo-Rare. Das ist ganz cool, habe ich nämlich tatsächlich noch. Auf keinen Fall. Auf jeden Fall also schon mal eine neue Karte. Was kann er so? Ungezähmter Schrei. Wenn du dieses Pokémon während deines Zuges aus deiner Hand spielst, um eins deiner Pokémon zu entwickeln, kannst du drei Schadensmarken auf ein Pokémon deines Gegners legen. Das ist ganz cool. Ich bin zwar kein Riesenfan davon, wenn man eine Fähigkeit nur einmal einsetzen kann. Aber einfach mal 30 Schaden verteilen, wie man möchte, kann in vielen Situationen echt nützlich sein. Und Ablocker 90 Schaden für 2 Energie, das klingt erstmal gut. Verhindere während des nächsten Zuges deines Gegners allen Schaden, der diesem Pokémon durch Attacken von Basis-Pokémon zugefügt wird. Zwar nur gegen Basis-Pokémon, aber ehrlich gesagt hätte ich erwartet, dass bei 2 Energie 90 Schaden noch ein Nachteil dazu käme. Also noch ein zusätzlicher Vorteil ist ziemlich gut. Ich meine, 90 Schaden ist jetzt nicht super viel, aber trotzdem. Wie viele Entwicklungen? Achso, das ist eine dritte Entwicklungsstufe. Ja, okay. Dafür ist es dann ein bisschen wenig tatsächlich. Next. 90 Schaden, da lohnt sich die Entwicklung ja kaum. Dann macht es tatsächlich fast schon mehr Sinn, das nur zu entwickeln, um diese 30 Schaden zu verteilen, wenn man es gerade braucht. Wenn man irgendein lästiges Pokémon des Gegners loswerden will. 1, 2, 3, 4. By the way, nicht vergessen zu abonnieren. Wir stagnieren bei 70 Abonnenten. So kann es nicht weitergehen, Leute. Wasserenergie und es geht weiter mit einem durchgeknallten Dickdri, einem Tausch, einem Energiezugewinn, ein Lampi, Glibunkel. Coole Karte. Habe ich noch nicht, habe ich auch noch nie gesehen vorher. Sehr cool. Na, Fokus. Sieht cool aus. Mit der Artwork. Dann ein Galar-Mauzi, ein Hoplo. Fatalité habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Cool. Pritzsiegel in Reverse Holo. Und ein Tortunator habe ich auch noch nicht. Keine Holo-Karte zwar, aber trotzdem was Neues für die Sammlung. Überraschend viel schon, was ich noch nicht habe. Gerade nachdem ich die Ankündigung am Anfang noch gemacht habe, dass ich mittlerweile schon einiges habe. Was kann der denn so? 130 KP, Tackle, 30 Schaden, okay. Feuerwirbel, 4 Energie, 150, lege 2 Energien von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. Es gibt so viele Pokémon, die so ziemlich genau das hier sind. Kennt man schon. Geh auf. Weiter geht's. Code. Und weg damit. So.
Das ist das dritte Booster. Heute, wie gesagt, 4. Kekalo. Ein Sonderbonbon. Phonusbeere. Alles schon bekannt. Jimpep haben wir auch schon. Moschasa habe ich, glaube ich, noch nicht. Cool. Netter Artwork auch. Sieht ganz niedlich aus. Ein Flunkkiefer, cooler Artwork haben wir schon. Gala Aponita. Mamion. Zwei Starter in diesem. Und direkt nochmal das Muschas, diesmal in Reverse Holo. Brauche ich das Ganze gar nicht, das andere gar nicht erst großartig abheften, ist das falsche Wort. Wie sagt man? In den Binder packen. Und ein Elfhun, wie auch immer. Als Regular Rare, das ich auch noch nicht habe. Auch ein sehr niedliches Bild. Das gefällt mir. Da ist auch mal anders als bei den meisten Karten, wo es einen Hintergrund gibt und dann ein Pokémon, das oben drauf geklatscht wird, ist hier tatsächlich eine Artwork, ein Bild mit dem Pokémon darin. Sehr schön gemacht. Hat irgendwie was Winterliches. Ich weiß nicht, schneit es da draußen? Passt jedenfalls dazu, dass es gerade arschkalt draußen wird. Was kann der so? Baumwollritt. Eine Münze, schau mal, Kacke. Bei Kopf mischt ein Gegner sein aktives Pokémon und alle angelegten Karten in sein Deck. Das kann natürlich hart sein. Blattschritt 50. Ja. Ich meine, für einen Energie 50 ist allerdings auch wieder eine Phase 1 immerhin nur. Das kann man mal machen. Und das letzte Schwert und Schild Base für heute. Da ist schon wieder das Muschas. Code. Weg damit. Zack, 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 zack. Los geht's. Chimsticks. Haben wir schon. Glücksei. Swalock habe ich noch nicht. Cool. Keine Rare. Okay. Nice. Ganz nett. Gezeichnet auch. Hier sieht man wieder Dollar, dass das Pokémon nur auf den Hintergrund draufgepackt wurde. Aber noch im Rahmen, sage ich mal. Muschas, Glibunkel nochmal. Salanga habe ich, glaube ich, schon. Pikachu habe ich noch nicht. Auch ein süßes Bild. Süßes Pokémon auch einfach. Zwar auch so ein bisschen Richtung Pikachu-Klon, aber hey. Ganz nett. Vulpix habe ich auch noch nicht. Auch ein süßes Bild. Cool. Auch in einer vernünftigen, also in einer Pose, die irgendwie ein bisschen dynamisch wirkt. Wirkt wie ein Screenshot aus einem gut animierten Anime. Sehr hübsch. Schön. Das bekloppte Diktri dieses Mal in Reverse Holo. Nämlich. Und ein Ogilvie. Nice. Das. Wir haben letztes Mal auch ein Ogilvie gezogen, glaube ich. Das war aber dann wohl. Was war denn das? War das das andere Set? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder ich meine, es gibt die auch in zwei Artworks. Ich glaube aber, die wir letztes Mal hatten, ist die Alt Art. Also die bessere. Das war auch die Karte mit dem mit der Struktur auf der Karte. Die hier hat das nicht. Das ist eine standardglatte Wii-Karte. Trotzdem sehr nice. Habe ich direkt beide. Cool. Direkt hinter, mehr oder weniger direkt hintereinander auch noch. Zumindest in zwei Videos hintereinander. Nice. Schöne, schöne Karte. Am besten sleeve ich die direkt mal. Neue Sleeves mal ausgepackt hier. Gib mich statt. Und dann so. Tun wir die direkt mal da rein. Und dann kannst du dich hier hinten zur Pikachu gesellen. Ich habe heute mal direkt noch ein paar mehr Pikachus aufgestellt. Denn ich hoffe ja immer noch natürlich auf das fette VMAX Pikachu. Weiter geht's mit Farbenschock. Heute 4 Booster. Ich glaube, ich räume die anderen mal ein bisschen beiseite, damit ich das nicht vermische. So. Dann ist nämlich gleich das Binding ein bisschen einfacher. Zack, weg damit. Und der Code GPQ. 1, 2, 3, 4. Und los geht's. Farbenschock.
Petra Fakt. Kann man das sagen auf YouTube? Haben wir schon. Tentante Zwartronin. Mehikel. Elezeba. Wurfels. Nichts Neues bisher. Pfiffchen. Pepek. Eine Schichtenergie in Reverse Holo. Haben wir zumindest in Reverse Holo noch nicht. Und ein Kokowai als Regular Rare. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Immerhin mal was Neues in Farbenschock. Bis jetzt das erste Neue in Farbenschock. Ich glaube, da fehlen mir auch noch einige, na, von den gewöhnlichen Karten, Commons und Uncommons. Da könnte also schon noch ein bisschen was kommen, was ich noch nicht habe. RIP. So. 2JR. Fort damit. Und weiter geht's. Habe ich, glaube ich, noch nicht. Fletiamo. Nett. Herzstempel. Obwohl es mir irgendwie bekannt vorkommt, aber vielleicht auch nur von online. Ich bin mir nicht sicher. Drohnenrotom habe ich auf jeden Fall noch nicht. Okay. Gut, warum nicht? Item kann man immer ausspielen. Obwohl ich nicht ganz weiß, wofür es nützlich ist. Makargo habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Das sieht ganz cool aus auch. Haben sie ganz schick gemacht. 180, aber 4 Energie. Und natürlich Energie ablegen mal wieder. Irgendwie scheint das bei den Feuer-Pokémon so ein Ding zu sein. Ein Tarnhell, ein Flecknäuel, ein Owei, Flormel im Wasserschneckmark und ein Zapplalek als Reverse Holo. Haben wir auch schon, aber noch nicht in Reverse Holo. Sehr schön. Und ein, okay, direkt die Weiterentwicklung, Zapplarang. Das habe ich, glaube ich, noch nicht. Wieder eine Regular Rare, aber auch wieder eine, die ich noch nicht habe. Da ist eine Menge Text auf dieser Karte. Ich kann es nochmal schnell durchgehen. 60 für 1 Energie. Okay, wo ist der Nachteil? Lege während des nächsten Zuges deines Gegners, wenn er eine Energiekarte aus seiner Hand an das verteidigende Pokémon anlegt. 6 Schadensmarken auf jenes Pokémon. What? Okay. 1 Energie, 60 Schaden ist schon mal gar nicht so schlecht. Gut, es ist Phase 2. Trotzdem. Und dann aber noch so ein fetter Vorteil. Der Gegner kann keine Energie an sein aktives Pokémon legen, ohne 60 Schaden zu bekommen. Krass. Und Elektrosprinkler 120 für 3 Energie. Diese Attacke fügt auch einem Pokémon auf deiner Bank. Ah, okay. Und auf der Bank des Gegners 30 Schadenspunkte zu. Kann trotzdem ganz gut sein. Muss man halt irgendwas, was ein bisschen was aushält, auf die Bank packen. Das ist eine nette Karte. Ich glaube, da kann man ganz gut ein Deck drum bauen. Das muss ich mal im Hinterkopf behalten. War mir auch komplett neu. Ist übrigens nebenbei, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, auch eine echt schicke Karte. Cooles Bild. Neues. Aber unspektakulär, was die Rarity angeht. Also, ich hoffe, da kommt noch was. Eine Wii-Karte bisher ist noch ein kleines bisschen ernüchternd. Vor allem, wo es ja dieses Mal auch 2 Booster mehr sind. 4. Okidoki. Vorletztes Pack. Nioh habe ich, glaube ich, noch nicht. Nice. Trainerkarte. Ziehe 3 Karten, wenn du auf diese Weise mindestens eine Karte gezogen hast. Okay. Lege bis zu 3 Karten aus deiner Hand auf den Ablagestapel. What? Warum? Es gibt so viele, wo man nichts ablegen muss. Okay, sinnlos. Next. Beulenhelm habe ich noch nicht, glaube ich. Cool. Ein Moruda, das habe ich auch noch nicht. Ein bisschen verwirrend auf dem Bild zu erkennen, was ist. Zum Glück kenne ich das Pokémon schon, sonst wüsste ich nicht, wo hier der Kopf ist. Ein Evoli. Riolu. Kamehaps. Warum hat das so Sternchen da? Das ist kein Shiny. Hör auf. Verwirr mich nicht. Schuppet habe ich noch nicht. Das ist aber mal ein kackhässliches Bild. Sorry an den Artist, aber gefällt mir nicht. Ein PP in Reverse Holo und ein Togekiss V. Haben wir doch noch eine V-Card.
Sehr schön. Online auf jeden Fall schon mehrfach gezogen. Ich glaube aber, ich habe es hier noch nicht. Also was Neues für mich. Auch ein hübsches, niedliches Pokémon. Ah, geh da rein. Yes. Schick. Gefällt mir gut. Zwei V-Karten. Das ist schon mal nett. Und ein letztes Booster kommt noch. Jetzt die Amazing Rare. Das wäre doch mal ein netter Abschluss. Du, 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 spannende Musik. Ich habe den Code nicht gezeigt. Und 1, 2, 3, 4. Los geht's. Glutexo. Zaplalek. Zwirklob. Alles schon bekannt. Wazapf. Kastadur. Schuppet. Mehikel. Und Kloptopus. Und als Reverse Holo ein Beuteball. Ich glaube, das habe ich sogar schon. Und als letztes. Oh, okay. Nicht super krasses, aber hey. Eine Holo, die ich noch nicht habe. Ein Zeraora auch noch. Ein ziemlich cooles Pokémon. Schönes Bild. Es geht ein bisschen unter. Alles ein bisschen dunkel irgendwie. Was kann er so? Blitzfäuste für 2 Energie, 30 plus. Wenn das aktive Pokémon deines Gegners ein V- oder GX-Pokémon ist, fügt diese Attacke 80 Schadenspunkte mehr zu. Jo. Im Falle eines Falles ist es ganz nett. Sonst ist es ein bisschen läppisch. Aber trotzdem, schön für die Sammlung, dass ich es habe. Cooles Pokémon. Und damit sind wir für heute auch schon wieder durch. Vergesst nicht zu abonnieren, bitte, damit ihr auch nicht verpasst, wie die nächsten Booster geöffnet werden. Wir haben noch einiges vor uns. Also sage ich mal, bis dahin. Ciao, ciao.